Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung hier aus dem Liebesrot Früh. Wir haben hier die 9. Musik- und Wellnesswoche und geniessen es hier in vollen Zügen. Und jetzt, heute habe ich hier einen Haufen internationale Gäste. Ich hatte nie so viele Gäste auf dem Sofa. Aus Deutschland haben wir Mariella Milana und Michelle Joy. Herzlich willkommen. Und von Südtirol Vincent und Fernando. Normalerweise wäre es natürlich Ladies First, aber ich würde gerne zuerst mit den alten Hasen beginnen. Alle Jahre wieder. Oder zum wievielten Mal sind ihr jetzt schon da? Ja, geschätzte viermal. Zum vierten Mal schon? Mindestens, ja. Ja, eben, siehst du, ihr gehört auch schon fast zum Inventar da vom Hotel. Jedenfalls, es macht immer wieder Spaß. Es ist immer wieder was Neues. Es dreht sich immer wieder um die Musik und es ist immer schön, dabei zu sein. Ich könnte jetzt noch ein bisschen schwärmen da, weil Sie sind also zum ersten Mal da. Was erwartet die beiden da, wenn sie da heute Abend auftreten? Also zumindest einmal eine tolle Atmosphäre. Kurze Nächte zum Schlafen, also die Nächte werden lang und ich muss sagen, es ist immer viel Freude und viel Spaß. Und die Gäste sind so locker drauf und das ist immer so unkompliziert und das macht eigentlich riesen Spaß. Mariella und Michelle, ihr seid zum ersten Mal da, vor allem auch so beim Schweizer Publikum. Noch nicht so bekannt, aber ihr hattet jetzt auch schon in letzter Zeit ein paar Auftritte bei uns. Warum will man aus Deutschland jetzt unbedingt so in der Schweiz das Publikum finden? Wie ist es dazu gekommen? Magst du erst? Mach ruhig. Also wir sind durch einen Promoter, den Jörg Tommet, sind wir hier an die Schweiz gekommen. Also wir waren Anfang Januar, genau, waren wir in Uetendorf bei der Aline Alexandra. Mhm. Die hat uns eingeladen und hat gesagt, dass der Jörg auch da wäre. Und ja, so hat sich das Ganze dann ergeben und er hat uns jetzt halt hier in der Schweiz ein bisschen untergebracht. Vor kurzem waren wir erst mit den beiden alten Hasen in Anführungsstrichen zusammen beim Auftritt. Also hat super viel Spaß gemacht, ne? Das war in Brück war das gewesen, ne? Brück. Ja, und so sind wir jetzt so langsam mehr und mehr in der Schweiz. Also es gefällt uns sehr gut, auch gerade hier in diesem Ambiente. Wir haben ja eben da rausgeguckt. Das ist ja schon bombastisch hier. Also, wir sind ja hier, das ist ja Österreich. Gestern waren wir in der Schweiz. Aha. Waren wir Zürich, dann waren wir in Grenchen waren wir noch gewesen. Ja, und heute sind wir hier. Schöne kleine Tour. Tour de Suisse. Schöne kleine Tour. Aha, super. Und jetzt müssen wir auch noch ein kleines Geheimnis lüften. Jetzt habt ihr da ihm ein bisschen zugehört und zugeschaut. Und da hat es vielleicht Ähnlichkeiten, optisch oder auch stimmlich. Und ihr habt einen berühmten Onkel, einen sehr erfolgreichen. Gigi Anderson ist euer Onkel. Stimmt das, diese Information? Das ist richtig, ja. Und wie hat er gesagt, okay, hey, Mädel, Junge, hey, ihr müsst Musik machen, ich produziere euch. Hat er euch so ein bisschen in dieses Business gebracht oder wie ist das gelaufen? Ja. Nee, ich würde sagen, das kam von ganz allein. Ich meine, man ist damit aufgewachsen. Klar, auch ist es ein Vorbild. Man hat sich vieles angeeignet von ihm und man ist mit dem Schlager auch groß geworden. Und das kam dann peu à peu bei meinem Bruder natürlich ein bisschen früher wie bei mir. Zehn Jahre früher. Ich bin erst seit einem halben Jahr auf der Bühne. Ah, okay. Ja, aber immer Musik war dabei. Mhm. Macht ihr zusammen Musik? Also tretet ihr im Duett auf oder jeder einzeln? Auch. Also primär will sie natürlich erstmal so sich in den Vordergrund stellen, sich erstmal bekannt machen. Und dann haben wir auf der Bühne einen Song, also Ich liebe das Leben, den machen wir immer ganz gern zusammen. Kommt auch immer ganz gut an bei den Leutchen. Und irgendwann wird es dann auch mal einen neuen Song, ein neues Duett-Song von uns beiden dann zusammen geben. Nur jetzt erstmal nur auf der Bühne, dass wir da ein Duett zusammen machen. Mhm. Wie sieht das bei euch beiden aus? Habt ihr auch zuerst jeder alleine Musik gemacht oder war das schon von Anfang an klar? Uns gibt es nur im Doppelpack. Das ist schon so lange her. Also wir haben anfangs auch alleine, jedenfalls haben wir ein bisschen früher angefangen und dann irgendwann kam der Zeitpunkt, wo wir eigentlich gesagt haben, das wäre eigentlich gemeinsam viel schöner, wir als Geschwister das zu machen und gemeinsam die Nächte klein zu machen. Und also wir haben das irgendwann einmal entdeckt, dass wir gemeinsam eigentlich viel stärker sind. Mhm. Eigentlich war es so, dass wir vorher in einem Sextett gespielt haben, in einer Oberkreiner Partie. Und
Die Gruppe ist dann auseinandergefallen, auseinandergebrochen und übrig geblieben sind wir zwei. Okay. Und habt ihr gleich weitergemacht. Aber ich kann mir vorstellen, dass da auch doch auch die Fetzen fliegen müssen, oder? Wenn so Geschwister auf der Bühne sind und so. Oder ist ja immer Harmonie, Friede, Freude, Eierkuchen? Es ist ja so, Friede, Freude, Eierkuchen ist nicht da. Aber man weiß, wann genug ist. Mhm. Wenn man sich, ich sage mal, sich schätzt und nicht immer nur das eigene Ich voranstellt, dann schafft man es auch zusammenzuarbeiten und nicht gegeneinander zu arbeiten. Es gibt immer wieder so Eckpunkte, wo man verschiedener Meinung ist, aber im Großen und Ganzen haltet man zusammen und was man gemeinsam macht. Und das Schönste ist, wenn man mit dem besten Freund auf der Bühne steht. Ich glaube, wichtig ist auch, dass man nicht immer das letzte Wort haben muss. Dass man auch mal still sein kann und auch mal eine Nacht drüber schlafen kann und dann am nächsten Tag in Ruhe miteinander die Sache nochmal ausdiskutiert. Mhm. Ja, das ist auch mit ein Grund, wieso man so lange miteinander auskommt. Jetzt wisst ihr, wer bei uns das letzte Wort. Genau. Und wie sieht es bei euch zwei aus? Ist jetzt auch ein bisschen eine spezielle Konstellation. Du kennst dich schon aus seit 10 Jahren, bringst Erfahrung mit. Für dich ist vieles neu. Wer hat bei euch so die Hosen an auf der Bühne, oder? Also, um ehrlich zu sein, du klopfst mir jetzt gerade auf die Schulter. Also, bei uns ist das nicht immer so viel. Dann gestern auf dem Weg hierher, also ich glaube, eine Stunde haben wir uns so gefetzt. Also, da fliegen auch mal die Fetzen bei uns. Also, es ist jetzt nicht so, dass wir uns dann überhaupt nicht streiten oder so. Also, wenn man da wirklich schon mal... Ich glaube, wir haben beide schon Temperament. Also das haben wir. Nur hinterher ist dann alles wieder gut. Und dann findet man wieder zusammen. Also, bei uns ist das so. Das ist ja auch wieder die Hauptsache, oder? Wenn man sich wieder findet und kann ja auch produktiv sein und für das Ganze. Und ja, es ist produktiv. Definitiv. Die Fetzen fliegen auch bei dir in deinem Musikvideo. Ich habe da Ich schrei zum Himmel hinauf. Ist so dein offizieller Videoclip und da geht es auch noch ziemlich zur Sache. Also dein Mann bekommt da schon... Ja, ich bin noch nicht mal mit ihm befreundet danach. Hast du was gemerkt bei dem Video? Genau, also da muss man sich schon in Acht nehmen. Es hat Spaß gemacht. Also man hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ist das bei dir so auch so im wahren Leben, eben so dieses Temperament und dass du da einem die Blumen nachschmeißt? Nein, das oder nicht, so? Aber ich habe schon Temperament, doch. Doch, das habe ich, ja. Hm. Aber ich schmeiße jetzt keine Blumen nach einem oder schubse ihn ins Wasser, das nicht. Hm. Müssen wir mal nachgucken, oder? Die Leute da im YouTube, gibt es so schön, diesen Video ist ganz cool gemacht, leider ohne Happy End. Ohne Happy End. Er hat mich stehen lassen vorm Altar. Finde ich aber auch gut, weil im Schlagerbereich, oder unsere Kritiker sagen immer, bei euch ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, alles super schön. Muss nicht immer so sein. Nein, wie dein muss Beispiel nicht immer sein. Zeigt. Bei euch ist wahrscheinlich schon immer so, auch eher so Happy End, so die Geschichten von den Liedern. Nicht immer. Auch nicht immer, oder? Nein. Dann hört man nicht richtig hin, wenn man sagt, es ist immer. Erzählt ja nicht jede Geschichte eine Liebesgeschichte. Mhm. Es geht auch ab und zu mal um Heimat bei uns oder es geht auch mal um ein Gipfelkreuz. Oder wir haben ein bisschen eine andere Art von Musik als wir unsere Jungen da. Die machen schon den fetzigen Schlager. Unser Schlager ist noch ein bisschen, der geht noch ein bisschen, hat noch Potenzial nach oben, aber wie gesagt, es beschreibt nicht immer eine Liebesgeschichte oder eine Beziehungsgeschichte. Es gibt auch andere Geschichten, die man erzählen kann und für mich aus gesehen auch wichtig. Es muss sich nicht immer nur um die Liebe drehen. Es kann sich auch um was Schöneres drehen. Das Leben bietet ja so viele Themen und Geschichten. Ja. Es gibt noch ganz viele andere Dinge. Der Schlager hat natürlich primär die Liebe und die Beziehung und das stehen lassen und wie es halt immer ist, steht schon im Vordergrund, aber es gibt, wie gesagt, auch andere Sachen. Mhm. Und die haben wir auch ab und zu. Wie sieht es CD-mäßig aus? Was habt ihr schon produziert? Gibt es Alben zum Kaufen, zum Downloaden bei euch? Ja, also ich bin mittlerweile bei meinem dritten Album angekommen.
Also die ersten zwei, die habe ich so in Eigenregie gemacht, auch alles selber finanziert. Also ich hatte schon immer den Anspruch, das gänzlich erstmal ohne meinen Onkel zu machen, mir mein eigenes Standing zu erarbeiten. Mhm. Ja, und beim dritten Album habe ich ihn dann gefragt, wollen wir denn mal was zusammen machen, weil ich mich da auch bereit gefühlt habe, weil ich dann auch der Michel war. Also jetzt nicht immer nur so ein Abklatsch, das war am Anfang, war das wirklich, das war sehr, sehr blöd gewesen. Also viele immer nur der Vergleich mit der Stimme, die Bewegung, dann so teilweise auch manchmal so das Optische. Mhm. Das war schon nicht schön gewesen. Ja, und da habe ich das erstmal in Eigenregie gemacht, dritte Album dann zusammen gemacht mit ihm und jetzt ist wieder so jeder auf seinen eigenen Faden unterwegs und ja, demnächst kommt meine neue Single raus und ja, freuen wir uns sehr drauf. Okay. Und bei dir? Ist auch eine Produktion geplant oder einfach nur eine Single? Ja, ich habe jetzt meine erste Single rausgebracht vor einem halben Jahr im Frühjahr. Ich schreie zum Himmel hinauf und im Herbst wird dann die zweite kommen und wir tüfteln noch ein bisschen dran rum. Und hoffentlich auch eins, zwei Duette, wäre sicher auch. Ja. Stimmt, das wird bald kommen, aber erstmal ist jetzt nochmal Solo geplant. Mhm. Und jetzt, wo du das mit dem Chichi zusammen gemacht hast, hast du auch ein, zwei Coverlieder von ihm gemacht oder habt ihr da komplett neue Dinge gemacht? Nee, nicht komplett neue Dinge. Also es ist ein Album mit 14 Tracks drauf, ein Hitmix, also 15. Und von diesen 14 Liedern haben wir von seinen alten Alben, also die auch bei Telamo, also ich bin ja dann bei Telamo gestrandet. Mhm. Und da waren 4 oder 5 Songs, die nie als Single veröffentlicht worden sind und die haben wir dann halt nochmal neu gemacht. Ich habe sie gesungen, weil ich sie auch gut fand. Mhm. Also jetzt nicht, dass sie mir aufs Auge gedrückt worden sind, hier mach das mal, damit wir Geld sparen oder so, sondern die haben mir gut gefallen. Auch Du kannst mir ruhig mein Herz klauen, das habe ich immer bei mir im Programm mit drin, ne? Kommt super an. Und somit sind halt auch Cover-Songs von ihm mit drin. Nur sie machen auch Spaß zu singen. Mhm. Und ja, nur so die alten Lieder von ihm, so seine größten Hits, da will ich nicht dran, also wirklich. Also ich meine, das ist er und da würde ja immer wieder der Vergleich dann kommen. Und das andere, das sind halt Singles, die nicht so bekannt sind. Und dann ist das dann schon ganz in Ordnung. So Sommernacht in Rom, Sommersonne Cabrio, die wollte ich jetzt nicht unbedingt singen. Außer ein Lied, was ich mir rausnehme, das ist Cheerio von ihm. Also das singe ich wirklich immer zum Abschluss, weil das einfach ein tolles Abschlusslied ist und das mache ich dann schon. Nur halt CD nicht, das mache ich dann live auf der Bühne. Mhm. Cool. Wie sieht es bei euch aus so? Dürft ihr selber natürlich auch entscheiden, oder was für Lieder, das ihr aufs Album nehmt? Schreibt ihr die auch selber oder ist da auch so ein großes Produzententeam, die da euch die Lieder schreiben? Also, schreiben tun wir gar nichts selber. Aber wir sind dabei beim Aussuchen der Lieder, die uns angeboten werden. Wir haben natürlich gute Schreiber, gute Texter, gute Komponisten, die uns immer wieder mit schönen Liedern beliefern. Und da haben wir dann die Möglichkeit auszusuchen. Du, so ganz so einfach, wie du das sagst, ist es nicht. Es gibt immer weniger Komponisten und Texter, die einem wirklich das auf den Leib eindrucken. Und vor allem den Stil, den wir eigentlich verkörpern, das für uns dann speziell zu schreiben. Also das wird immer schwieriger und deswegen, die Auswahl fällt immer schwieriger und man hat immer länger Arbeit, dann kommen Angebote und dann denkst du, Das ist halt einmal so, man wird, je mehr man Musik schon gemacht hat, desto wählerisch wird man. Und man weiß, was man auf der Bühne machen kann, was auf der Bühne möglich ist und man erkennt, irgendwie, da könnte man sich im Radio auch hören oder im Fernsehen oder so. Und die Sachen zu verbinden, das wird immer schwieriger. Mhm. Weil es gibt so viele wirklich gut gemeinte Titel, sagen wir es einmal so. Und die nicht so gut klingen für uns. Und wenn man einmal mehr als 10 CDs gemacht hat, dann wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Ja, ihr wart wirklich auch sehr, sehr fleißig und habt auch, ihr wart bei den ganz großen Sendungen ja überall dabei, über Jahre. Auch dank dem Grand Prix der Volksmusik, den es leider nicht mehr gibt. Habt ihr das auch noch so mitgekriegt, so den Grand Prix der Volksmusik? War das auch noch so euer Jahrgang oder war das gar nicht? Also ich persönlich habe das schon wahrgenommen, also auch die beiden kenne ich jetzt auch schon länger, nur halt nicht so wirklich verfolgt. Nur ich weiß halt, dass auch sie beim Grand Prix der Volksmusik waren. Ich glaube auch Francis Jordi war, glaube ich, auch mal beim Grand Prix der Volksmusik gewesen. Das gewonnen 1998. Gewonnen sogar, das weiß ich. Genau. Ja, nur mehr weiß ich davon jetzt nicht. Also eben, das war ja ein Riesen. Bei dir ist? Nee.
Eben so der Grand Prix, der war ein riesen Sprungbrett, oder? Da konnte man, wenn man da gewonnen hat, oder auch zweiter, dritter Platz, da konnte man eine super Karriere machen. Wie ist es jetzt für euch so das Gefühl, so zum Kämpfen, zum Starten? Ist es schwierig oder wünscht man sich da auch irgend so eine Plattform, wo man da von 0 auf 100 einsteigen kann? Ja, also die Plattformen, so wie sie vor 15, 20 Jahren waren, die sind natürlich, ja, zu 80% sind die ja weggefallen. Also Grand Prix der Volksmusik gibt es ja, glaube ich, gar nicht mehr. Ne? Der ist seit 10 Jahren schon nicht mehr. Ach, die gibt es seit 10 Jahren schon nicht mehr. Ah, mhm. Gut. Wie war wieder up to date? Vor ein paar Tagen ist 10 Jahre ein Grand Prix-Sieg in München, 2009. Mhm. Das war jetzt gerade mal vor ein paar Tagen, haben wir das feiert. Wow. War ja eine Riesengeschichte, aber mittlerweile die Sache geht weiter und man darf sich nicht ganz zu viel auf den Sachen ausruhen. Also man muss schon ein bisschen in die Zukunft schauen, was bringt, was kommt Neues, wie geht es weiter, was für ein Weg steht und wo kommt man an die Kreuzung, pass auf, jetzt müssen wir uns ein bisschen umschauen. Und ich sage mal, wichtig ist immer das Interesse auch haben. Das Interesse an der Musik, das nie verlieren und vor allem auch das Zielpublikum nicht verfehlen. Weil es gibt immer so Momente, wo man an seinen Fähigkeit bzw. seiner Musikrichtung ein bisschen zweifelt. Und dann muss man sich aber zurückerinnern, pass auf, Moment, was sind deine Fans und was möchtest du eigentlich mit denen machen? Weil ich sage mal, wir möchten auch ganz, ganz viele Leute erreichen. Wir erreichen aber bestimmt nicht, ich sage mal, Jugendliche. Die werden wir mit unserer Musik bestimmt nicht so erreichen, wie vielleicht ein gesetzteres Publikum, das eigentlich bisher schon unser Publikum war. Und die werden wir auch weiterhin pflegen und versuchen auch, ich sage mal, irgendwie ganz sanft uns an den Rest heranzutasten. Aber ihr habt bestimmt wahrscheinlich andere Vorgehensweisen. Ja, jetzt, wo es eben den Grand Prix der Volksmusik zum Beispiel jetzt nicht mehr gibt, jetzt gibt es zum Beispiel Deutschland sucht den Superstar. Ist das eine Möglichkeit oder so, wo man sich schon Gedanken gemacht hat? Für mich nie. Also für mich war Deutschland sucht den Superstar oder auch andere Castingshows war da für mich persönlich nie eine Option. Also ich habe mir immer zum Ziel gesetzt, ich möchte es von Grund auf, von Null möchte ich dieses Business kennenlernen und mir Sachen selber erarbeiten. Und das war auch mit meinem ersten Management, Rebo, kennt ihr ja auch, Dieter Renate, ja. Buhl. Mit denen habe ich angefangen und die hatten von dem Business, also vom Management hatten sie auch wenig Ahnung. Sie haben ihre Booking-Agentur gehabt, die auch sehr erfolgreich war. Ja, und dann sind wir so in Kontakt gekommen, dann haben wir das so peu à peu haben wir das aufgebaut. Ich war für mein erstes Album war ich noch Student gewesen. Ich hatte keine Kohle auf der Naht gehabt und meine Mutter hat mir damals mein erstes Album bezahlt gehabt und ich weiß, was ich heute habe. Ich habe so mir mein eigenes kleines Netzwerk habe ich mir gesponnen über die Zeit und auch während der Tätigkeit mit Rebo, mit meinem ersten Management, immer selber auch mitgearbeitet. Also das war schön gewesen. Ich meine, es gibt ja auch viele Managements, die immer so den Deckel oben drauf haben wollen, die das leiten wollen, das leiten wollen. Das war bei den beiden Gott sei Dank nie gewesen. Also war immer so gute Zusammenarbeit und ich glaube, das kommt jetzt ihr auch ganz zugute, dass ich da auch so selber meinen eigenen Kontakt habe und sie hat mich gefragt, Mensch, kannst du mich ein bisschen an die Hand nehmen? Ich versuche mein Allermöglichstes, sie da irgendwie mit zu etablieren, was recht gut klappt. Also wenn ich im ersten halben Jahr, so wie sie jetzt gerade am Start ist, so die Auftritte gehabt hätte, also ich wäre hier nackig dreimal ums Haus gelaufen. Nee, also Castings für mich selber nie eine Option gewesen, weil ich das halt, ja, so den Weg nach oben wollte ich mir selber erarbeiten. Es gibt natürlich auch Fälle, die gehen von 0 auf 100 durch Castingshows. Ja, dann ist dieser Hype weg und da ist es nicht selten, dass diese Menschen in tiefe Löcher fallen. Depressionen und was da auch noch alles mitspielt. Und ich wollte einfach von 0, wenn man gar nichts hat und sich dann immer so und jeden Tag auch dem mit Demut und Dankbarkeit halt entgegentreten. Das war immer so mein Ziel und so geht es halt immer ein bisschen weiter. Cool. Jetzt wir Schweizer, wir schauen ja auch immer gerne ein bisschen nach Deutschland oder zu unserem großen Bruder und sind oftmals neidisch, weil bei euch einfach viel mehr geht. Oder zumindest haben wir das Gefühl, ihr habt so tolle Samstagabendshows, ihr habt ganz viele Schlagerfans, so ein riesen, halt ein großes Land und viele Menschen und so. Da muss es ja Konzerte geben und Möglichkeiten. Wie ist es so? Ist es einfach oder ist es auch ein schwieriger Markt da bei euch? Bei uns ist es genauso ein schwieriger Markt wie Österreich, wie Schweiz. Also das ist nicht anders. Wir haben natürlich mehr Einwohner bei uns im Land.
trotzdem ist es im Gegenteil. Also wenn man mal sieht, oben Norddeutschland ist relativ müdes Gebiet, was so den Schlager angeht. Unten südliche Gefilde ist auch nicht viel. Also was da wirklich so den Schlager nach oben hält, das ist so Ostdeutschland und halt so das Ruhrgebiet, also Nordrhein-Westfalen, wo der Schlager auch noch hochgeschrieben wird. Nur es ist genauso ein Kampf wie hier bei euch, wie in Österreich. Also ich glaube, das Problem ist vor allem auch, es werden zwar viele Konzerte gemacht, aber wenn du keinen Namen hast, ist es schwierig, da reinzukommen. Ja. Weil auch oder Phoenix auftreten, für Lau, ne? Halt immer die Auftritte. Aber sonst ein Konzertveranstalter, der will sein Konzert ja bewerben mit Künstlern, die man kennt. Die einen großen Namen haben und nichts kosten. Das wäre natürlich das Maximum. Das wäre das Ideal, ja. Und was merkt ihr jetzt? Habt ihr jetzt auch so in den letzten 10 Jahren seit dem Sieg gemerkt, wir gehören jetzt auch dazu oder ist es schwierig, weil noch eine andere Liga da ist? Oder merkt man vielleicht auch, dass noch Junge kommen und einem so ein bisschen die Auftritte wegnehmen? Ich glaube, es geht nicht um Wegnehmen. Es geht um sich immer wieder selber, man muss selber fleißig sein. Mhm. Und man muss auch das akzeptieren, dass Konzertveranstalter auch mal einen anderen Künstler buchen. Da darf man nicht neidisch sein, im Gegenteil, man muss sich dann wieder neu anstrengen. Und das ist ja ständig, wenn man sich auf den Lorbeeren ausruht, dann ist irgendwann einmal der Ofen aus. Und wenn man immer aktiv ist und immer mit Leidenschaft dabei ist, und das springt auch über, dann hat man auch immer wieder eine Chance, gleich wie jeder andere, auch ein junger Künstler. Wenn der mit Leidenschaft dabei ist, hat er irgendwann eine Chance. Wenn wir auch ein bisschen einen Namen haben, aber das heißt noch lange nicht, dass wir jetzt ausgesorgt haben oder uns ausruhen dürfen. Wir müssen uns jedes Mal neu beweisen. Und das ist auch der Anspruch, wenn man auf die Bühne geht, man jedes Mal neu. Man muss nicht sagen, jetzt komme ich. Nein, wir sind da. Wir sind für euch da. Und das ist ja die Leidenschaft, die man selber dann ausstrahlt. Und das ist das, was auch den Spaß weiterhin erhält. Weil wenn man keinen Spaß mehr hat, wenn man jetzt irgendwie so abgedroschen hat, jetzt muss ich schon wieder. Und das geht nicht. Dann ist es gescheiter, man bleibt daheim oder und geht irgendwo Sauna machen. Keine Ahnung. Aber halt, es muss schon die Leidenschaft leben, die Leidenschaft, Musik weiterzubringen, Menschen was zu vermitteln und vor allem die Menschen hören ja gerne Musik. Und wenn man es dann vielleicht Glück hat, irgendeinen Titel zu haben, wo die Leute sagen, den müsst ihr aber unbedingt spielen. Ihr kennt das ja auch, wie das ist, wenn Leute sagen, aber den muss ich unbedingt spielen. Dann ist es ja schon schön. Definitiv. Jetzt sind wir dann schon fast am Schluss wieder von der heutigen Sendung. Vielleicht noch ganz kurz, kurze Antworten. Wenn ihr jetzt so die Möglichkeit hättet, wenn ihr jetzt einen Wunsch frei hättet, den ihr euch erfüllen könntet, sei es musikalisch oder egal was, so ein Ziel, vielleicht ein Duett oder so. Was würdet ihr so auf dem Herzen brennen, um... Egal was, also braucht noch nicht mal Musik zu machen. Egal was, nein, nicht unbedingt. Gesund zu bleiben, also das ist das höchste Gut, glaube ich, was wir haben. Ohne dem läuft gar nichts. Definitiv. Und bei dir so im musikalischen Bereich, Mariela, hast du irgendwie ein Ziel oder ein Traum? Dass ich irgendwann vielleicht mal davon leben kann oder meine Brötchen zumindest damit verdienen kann. Auch Gesundheit finde ich auch ist das höchste Gut. Glücklich Familie zu haben. Trotzdem. Das waren ja schon viele, ne? Ja. Viele Wünsche auf einmal. Wie in der Kinderüberraschung. Ja. Nein. Okay. Aber steht noch in den Sternen, sage ich mal. Und bei euch so musikalisch wird es wahrscheinlich schwierig, oder? Wenn man schon so viel erreicht hat, aber vielleicht gibt es doch noch irgendwas? Ja, wir wollen unbedingt noch einen riesen Hit machen. Nicht yesterday, aber das nächste. Okay. Vor allem die Leidenschaft in sich zu behalten. Mhm. Das mit der Gesundheit stimmt, aber es gibt so viele gesunde Menschen, die Deppen sind. Ja, okay. Und so es gibt kranke Menschen, die haben alle einen Wunsch. Und die Gesunden haben 1000. Und deswegen, Leidenschaft muss leben. Schöner kann man es gar nicht sagen, den Abschluss. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei euch allen, Mariela, Michel, Vincent und Fernando, dass ihr da wart. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und heute Abend coole Auftritte. Und auch bei euch danke vielmals fürs Zuschauen und wünsche euch einen ganz schönen Abend und bis bald wieder. Ciao miteinander.